Seitdem es die Menschheit gibt, tun sich Menschen zusammen in kleinen bis großen Gruppen und schöpfen langsam, aber sicher alle Ressourcen auf der Welt aus, um Zivilisationen zu bilden. Doch wie würde es aussehen, wenn ARK-Spieler einen Monat auf sich alleine gestellt, ohne Admin-Support, eine Zivilisation simulieren? Würden tatsächlich Dörfer und Städte entstehen? Würden die Spieler miteinander Handel betreiben? Oder würden tatsächlich Kriege zwischen verschiedenen Fraktionen stattfinden? In diesem 30-Tage-Experiment werden wir die wahre Natur der ARK-PvP-Spieler herausfinden und sehen, wie 50 Spieler eine Zivilisation in ARK simulieren. Willkommen auf meinen geheimen ARK-PvX-Zivilisations-Server. Die Safe Zones. Auf der Island Map habe ich verteilt 5 Safe Zones errichtet, indem man weder darin getötet werden kann, noch können Basen darin geradet werden. Das sollte Spieler motivieren, in den Zonen tatsächlich schöne Städte zu bauen, statt den Standard-Metallwürfeln. Außerdem kann man maximal 4 Turrets setzen, wodurch die Spieler gezwungen werden, in den Zonen zu bauen, wenn sie überleben wollen. Die 5 Zonen befinden sich in 5 verschiedenen Biomen. Das Beach-Biom ist das erste Biom. Mit angenehmen Temperaturen, Stein, Holz und sogar Metall- und Kristallressourcen in Reichweite. Dieses Biom bietet den perfekten Bereich für eine Zivilisation. Das Redwood-Biom mit angenehmen Temperaturen und die Möglichkeit, ein Volk in den Bäumen zu errichten, jedoch mit deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung und die ständige Gefahr, von gefährlichen Dinos angegriffen zu werden. Das Vulkan-Biom mit kalten bis zu sehr heißen Temperaturen erschwert es die Überlebenschancen der Spieler. Jedoch ist dieser Bereich sehr reich an Metall- und Steinressourcen. Das Schneebiom mit eisigen Temperaturen und gefährlichen Dinos wie der Yutyrannus wird diese Zone zu einer sehr schweren Zone sein, um darin zu überleben und eine Zivilisation zu bilden. Und zuletzt das Waldbiom mit angenehmen Temperaturen und einem Überschuss an der Hauptressource Holz. Doch deutlich weniger Metall. Das grüne Biom bietet Fruchtbarkeit und eine Möglichkeit auf eine schöne Stadt im Seetal, doch eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Alpha-Predatoren, die dort spawnen. Jetzt, da ihr alle 5 Zonen kennt, schreibt in die Kommentare, welches Biom eurer Meinung nach die größte Bevölkerung haben wird. Und wir werden es jetzt auch gleich herausfinden. 24 Stunden nach dem Serverstart wussten erst wenige von der Existenz des Servers. Doch einige wenige bauten sich langsam kleine Basen in den Zonen. Ob alleine oder zu zweit, war es am Anfang sehr friedlich. Manche fingen sogar an, etwas schöner zu bauen. In dem Redwood bauten manche eine Mauer aus Spikes zum Schutz der wilden Dinos. Der Vulkanbereich blieb unberührt von Spielern. Im Schnee gab es nur einige Taming Traps und ein Floß, der zusammen mit einem Enki anscheinend zurückgelassen wurde. Im Grünbereich fand ich am See den ersten Einsiedler in einer kleinen Hütte und an der Küste eine kleine Start-Foundation. Bisher waren alle Spieler auf dem Server als Solo oder Duo unterwegs und außerhalb der Zone gab es keine Menschenseele. Nach 10 Tagen befanden sich bereits mehr Spieler auf dem Server. Irgendwer fand es lustig, seine Base bei der Tech-Node am Node-Run aufzubauen und sie unerreichbar für Spieler zu machen, die keine Flugdinos hatten. Doch genauso wie wir alle wissen, dass sowas ein Verhalten eines Arschloches ist, hat das Karma dafür gesorgt, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits geradet war. Überall auf der Map befanden sich bereits kleine Taming-Fallen und ab und zu fand man Flöße, die meistens mit Hilfe eines anderen Floß geradet wurden. Außerhalb der blauen Zone wollte sich jemand schön aufbauen, doch ich schätze, er gab sein Haus auf, um in Sicherheit in der blauen Zone zu bauen. In der blauen Zone befanden sich einige komische Gebäude, die unabhängig voneinander irgendwo in der Ecke standen. Jemand baute ein Dodo-Gehege, ein anderer ein Haus am See mit Beleuchtung auf sein Grundstück und seine Art. Einige Spieler waren sogar dabei, eine Brücke zu bauen, um die Basen der Spieler untereinander erreichbarer zu machen. Es wurde langsam tatsächlich zu einem kleinen Dorf. Ein Holzklotz diente als Hotel für Spieler, die noch kein eigenes Zuhause hatten. Es gab ein Roberto-Zoo mit Essen, Trinken und Schlafplatz für den Äffchen, der aber leider geklaut wurde. Es gab einen Shop für die Spieler, wo bis zu 4 Angestellte gleichzeitig am Schalter arbeiten konnten. Ein Casino-Glücksspiel wurde erbaut, wo Spieler das Doppelte, die Hälfte oder nichts von den eingesetzten Materialien gewinnen konnten. Doch da das Geschäft wahrscheinlich nicht so lief, wurde daraus ein Strip-Lokal. Da die Zone sich an der Küste befand, hatte jemand die Idee, einen Leuchtturm zu bauen, der eine Indie-Forge als Lichtquelle nutzte. Der Wald im Gebiet wurde langsam abgeholzt und in einem anderen komischen Gebäude fand ich mitten in der Nacht noch 2 Herrschaften, die online waren. Der Lachsnack nach vorne, der hat nur so eine Scheiß-Foundation gebaut und wir können hier nicht weiterbauen. Im Redwood fand ich Strukturen von eher Einzelgängern, die ungern Besuch kriegten. Zur Abschreckung anderer Spieler hatten sie Plant X.
Doch das schreckte die wilden Dinos eher wenig ab. Am Rand der Zone lebten einige abgeschottet von den anderen. Jemand wollte sogar die Zone von den Rest der Map trennen, indem er eine Mauer entlang der Zonengrenze baute. Doch er brach wohl ab, weil es doch ziemlich viel Arbeit wäre. Wie in jedem Land auf der Welt gibt es Regeln, die befolgt werden müssen. Und um die Gesetze zu hüten, bildete sich eine Polizeistation. Gut ausgerüstet, mit Dienstrüstung, Dienstwaffen, ein Verhörraum mit Fenster, wie man es in den Krimifilmen kennt, eine Garage mit Diensttames und sogar ein Gefängnis. Für Schwerverbrecher mit einer Cafeteria und in der Zelle befand sich sogar ein Spieler. Die Redwood Cave wurde zur Mine von Moria aus Herr der Ringe. In den Bäumen gab es ein Vogelparkplatz, der für alle zugänglich war. Und am See befand sich eine schöne kleine Holzhütte. Ansonsten bauten die meisten kleine hässliche Holzklötze. Im Vulkangebiet erschienen langsam auch die ersten Basen. Doch alle waren nur hässliche kleine Klötze. Weit auseinander, ohne Kontakt zueinander und davon auch nur wenige. Im Schnee bildete sich zu meiner Überraschung ein komplettes Dorf mit einem Wikinger-Style-Bautyp mit simpler, aber ziemlich realistischer Innenausstattung und sogar zwei Gemeindehäuser mit Lagerfeuer. Etwas weiter befanden sich jedoch wieder Steinklötze und unfertige Strukturen. Auf dem Berg an sich war jedoch gar nichts. Der einzige bebaute Bereich war die nördliche Küste. Im grünen Gebiet fand ich eine kleine Hütte mit interessanten Designen für deren Dino-Gehege. Spieler fingen an, Grundstücke für sich zu beanspruchen, mit einer Mauer eingegrenzt. Sie nannten dieses Gebiet die grüne Sphäre. Hier befanden sich Tribes mit mehreren Spielern. Die Schlucht wurde mit einer dicken Mauer umringt. Ein Haus, was aussah wie eine kleine Fabrik, beinhaltete deren Indie-Forge. Im Haus an sich hatten sie alles, was man brauchte. Sogar ganz schick eingerichtet mit einem schönen Bild von Alada. Brücken, die die Schlucht von einer Seite zur anderen aufteilten und es einfacher machten, sich dort frei rumzubewegen. Zwei Leute lebten abgeschottet von den Rest der Küste mit Spikes als Schutz vor den Alpha-Raptoren. Und nur ein paar Meter weiter, auch mit Spikes geschützt vor den wilden Dinos, befand sich eine kleine, aber schöne Kolonie, die aussah wie kleine Bungalow-Ferienhäuser am Strand. Und dieser Tribe, der sich vom Rest der Grünsphäre selbstständig machte, hatte Probleme mit ein paar Trolls, die ihre Base und Dinos angemalt hatten. Im Kern der Zone befanden sich mittlerweile auch ein paar kleine Häuser um den See herum, sowie ein kleines Schloss und ein paar Kabinen, die zu vermieten waren. Eine gehörte den Drogendealer des Dorfes und die anderen zwei Paul und Skilla Killer. Außerdem hatten die was gegen Großkapitalisten. Und gegen mich. Magst du einfach Carlos? Ja, ich hasse aber Mickey. Mein Fazit nach den ersten 10 Tagen. Die Tendenz bis jetzt liegt darin, dass Spieler eher in Regionhausen die leichtere Überlebensumstände bieten, was tatsächlich 1:1 auf die echte Welt projiziert werden kann. Das hier ist eine Karte der Weltpopulation vom Jahr 2021. Man sieht nicht nur, dass Gebiete mit extremen Temperaturen weniger bewohnt sind, sondern auch, dass oft Küstengebiete für den Aufbau einer Zivilisation gewählt werden. Genau wie auf unserem ARK-Server. Und obwohl es bis hierhin relativ friedlich lief, gibt es immer diese typischen Assis, die nur für ihr eigenes Vergnügen andere ärgern und sogar Schaden zufügen. Wie manche die Foundation spammen, nur damit andere dort nicht bauen können. Bugs mit einem Floß ausnutzen, um andere einzusperren. Manche sind der Inbegriff von Menschen, die keiner im Leben je lieben wird, anhand ihres pubertierenden asozialen Verhaltens. Und natürlich gab es Insider, die jeder ARK-Spieler verachtet. Bist du aus dem Tribe hier? Nee. Super. Nach 20 Tagen waren deutlich mehr Spieler auf dem Server, der ursprünglich noch geheim war. In der blauen Zone waren so gut wie alle Ressourcen, die nicht nachspawnen, so gut wie ausgebraucht. Die meisten bauten weiterhin diese hässlichen Basen, die keine Spur von Ästhetik hatten. Aber ich schätze, so sind nun mal die meisten ARK-Spieler. Doch zu meiner Überraschung gibt es doch das komplette Gegenteil. Jemand hat ein verdammt schönes Haus gebaut, umrandet von der schönsten selbstgebauten Mauer, die ihr in ARK je gesehen habt. Diese Person war sogar so kreativ, dass sie die Ruinen dort genutzt hat, um das Haus einzigartig zu machen. Außerdem war dieser jemand so frei, das Tor seines Grundstücks offen zu lassen, für Spieler, die diese Note haben wollten. Den Weg zur Note hat er sogar beschriftet. Es gab natürlich auch Leute, die es zumindest versuchten, ästhetisch zu bauen. Doch man merkt, dass PvP-Spieler einfach nicht wussten, wie sie bauen sollten. Manche Spieler zeigten mir ihre Base und erzählten mir etwas von ihrer Erfahrung auf dem Server. Da gab es so Tribes, die haben einfach auf dem Berg einen
Turret Tower hingestellt und haben geschrieben, wer da reinfliegt, ist selbst dran schuld. Und halt so das PD sein, die Gebäude gebaut, Police Department, und haben gesagt, sie sind die Polizei. Die haben Leute mit Gasgranaten getrappt, grundlos. Die haben die Betäubten mitgenommen und auf eingesperrt. Ich wurde erst in eine Alley eingeladen, dann wurde ich da rausgeschmissen und wurde fast getötet. Dann bin ich hierher gegangen, hab einen Tribe zusammengestellt und jetzt werden wir erpresst. Hier war so ein Typ, der hat uns, der hat Leute gegrabt und die runtergeschmissen. Hat da gesagt, 50 Electronics von jedem, sonst werdet ihr sterben. Hallo? Dumm gelaufen, war. Der hat versucht, mich auch zu töten. Aber ich war ein GCM. Alle in der orangen Zone sind verbündet. Das ist der Stamm von diesem linken Hodentyp. Man sieht auch ganz genau, denn es ist scheißegal, ob es jetzt hässlich aussieht oder nicht. Hier kann niemand was klauen, hier kann niemand was wegsprengen. Und Hauptsache ein haufenweise Tames, die er wahrscheinlich noch geklaut hat. Wurde hier geinsidet von einem Nils Holgersson. Das Coolste ist, dass ich sehr viele Tribes gefunden habe, die wirklich korrekt sind. Ich würde sagen, die meisten sind freundlich, aber ja. In der Grünsphäre häuft sich die meisten Spieler, die ihr Bestes gaben, um etwas schönere Gebäude zu bauen. Viele aber bauten weiterhin ihre Standardklötze, jedoch als größere Nachbarschaften, sehr nah aneinander. Einige beanspruchten auch mehr Gelände als andere, was sie durch Umzäunen klarstellten. Überall auf der gesamten Map befanden sich kleine geradete Basen, die verlassen wurden. Die Spieler merkten schnell, dass sie entweder Teil der Zivilisation sein mussten oder keine Chance zu überleben hatten. Im Redwood bauten tatsächlich viele auf den großen Bäumen, die Großteil noch mit kleinen Hütten darunter verbunden waren. Einige Strukturen wurden nie zu Ende geführt und andere waren erst noch im Aufbau. Das komplette Baumvolk schien miteinander gut klarzukommen und hatten wahrscheinlich durch die dauerhafte Gefahr von wilden Dinos angegriffen zu werden eine höhere Bindung zueinander. Einige bauten natürlich auch an der Grenze der Zone, um sich mit ihrem Bausteil etwas von den Baumhäusern des Restes des Volks abzuheben. Wobei die Baumzivilisation schon einen gewissen Charme hatte. Im Vulkangebiet gab es nach wie vor wenig Veränderungen. Die Spieler, die hier bauten, gaben schnell auf und zielten um in anderen Zonen, wo es mehr Spieler gab. Denn niemand mag es wirklich alleine zu sein. Deswegen joint man doch auch einen Server. Und deswegen leben die meisten Menschen auch in Realität nah aneinander. Alles Umstände, die dazu führen, dass sich eine Zivilisation bildet. Im Schneegebiet gab es kaum Veränderungen. Die Spieler erkannten, dass die Lebensumstände in anderen Gebieten deutlich besser waren und zielten um. Mit Ausnahme von zwei Bergkeremiten, die lieber abseits der Gesellschaft leben. Aber die Ausnahme bestätigt die Regel. Fazit zu den ersten 20 Tagen. Die Spieler häuften sich immer mehr und mehr in Regionen, die nicht nur bessere Lebensumstände bieteten, sondern auch mehr Spieler in ihr lebten. Und genau das ist eine Zivilisation. Eine komplexe menschliche Gesellschaft, bei der die sozialen und materiellen Lebensbedingungen durch wirtschaftlichen und technischen Fortschritt ermöglicht und Politik und Wirtschaft geschaffen wird. Und genau wie wir es aus dem echten Leben kennen, bedeutet Macht zu haben, eine hohe Tendenz, sie manchmal für unseren Gunsten auszuüben. Wie die Polizei im Redwood, die im Namen ihrer eigenen Gerechtigkeit nach Belang und Lust durch ihre Mittel ihre Macht ausübte, um Spieler ohne Grund gefangen zu nehmen. Oder der Spieler, der allein durch seine Bedrohung andere erpresste, um an Materialien und Tames zu kommen. Es gab einige Spieler, die die Schutzlücken der Safe Zones ausnutzten, um andere zu töten. Oder die Tatsache, dass in den Zonen nicht geradet werden kann, ausnutzten, um Caves komplett zu versperren. Außerdem ging das Insiden weiter. Doch jetzt kommen wir zum großen Finale. Wie entwickeln sich die Zonen innerhalb eines Monats? Werden aus den Dörfern vielleicht Städte? Wird die Polizei, die ihre Macht auf den Server ausübt, zur Rechenschaft gezogen? Fragen, die sich in meinen Kopf gesetzt haben. Doch als ich an Tag 30 auf den Server jointe, war es mitten in der Nacht und kein Spieler war online. Überall auf der Map liegen random ausgelockte Spieler. Spieler, die nie wieder zurückkommen werden. Und tatsächlich mehrere kleine ungeradete Basen. Außerhalb der Safe Zones. Doch woran liegt das? Die größeren älteren Basen jedoch wurden alle ohne Ausnahme gesprengt. Nur die kleinen Bob-Basen standen. In der blauen Zone waren bis auf eine Handvoll Bäume alle Holzressourcen ausgeschöpft. Genau wie in der Realität, wo wir Menschen dringend auf erneuerbare Energieressourcen wechseln sollten, schöpfen wir dennoch immer noch alle Ressourcen aus, die nicht erneuerbar sind. Zu meiner Überraschung tat sich abseits dessen nicht so viel in der blauen Zone. Ein paar neue Häuser standen, manche, die nicht so schön waren, und unser Baumeister Lone Viking baute drei neue Häuser als Gehege für seine Dinos.
Aber nur die wenigsten bauten ästhetisch. Einer baute eine Riesenbrücke, aber das Haus darin war leider unvollendet. Im Redwood änderte sich auch wenig, abgesehen von der Dino-Sammlung. Einige verloren ihre Tames an wilden Dinos. Und selbst die neuen Strukturen wirkten verlassen. Die Baumzivilisation entwickelte sich nicht weiter. Eine verlassene Burg, eine verlassene Steinbase mit Turrets, um andere fernzuhalten. Gefangene Spieler, die nie wieder die Freiheit auf diesem Server gesehen haben. In Vulkangebiet, trotz reich an mehreren Ressourcen, war die einzige neue Base auch bereits verlassen. Im Schneegebiet änderte sich gar nichts, mit Ausnahme, da die letzten dort lebenden Spielern auch weg waren. Und selbst in der grünen Sphäre, wo die Zivilisation am fortgeschrittensten war, entstanden keine neuen Häuser. Doch absolut alles auf dem Server schien mir wie eine Geisterstadt zu sein. Überall nur zurückgelassene Gebäude und zurückgelassene Tames. Und bis zum Ende befand sich abgesehen von mal ein Spam gar nichts in den Caves der Insel. Der Server war am Ende ausgestorben. Woran das lag? Ich denke, es lag am PvP. Alle, die überleben wollten, mussten in den Safe Zone bauen, wo sie nicht geraidet werden konnten. Das vertrieb die meisten PvP-Spieler und die PvE-Spieler wurden vertrieben von den verbleibenden PvP-Spielern, die selbst in den Safe Zones andere töteten. Die letzten verließen den Server aus den gleichen Gründen, warum sie sich in volleren Zonen häuften. Langeweile, Einsamkeit. Niemand spielt gerne auf einem toten Server. Das bemerkten auch die Neulinge auf dem Server, denen die ungeraideten Bob-Base auf den Server gehörten, die nie geraidet wurden, weil keiner mehr da war, um sie zu raiden. Nichtsdestotrotz hatten die Spieler bis dahin Spaß auf dem Server, lernten neue Leute kennen und zeigten uns, dass selbst wenn die meisten Ark-Spieler stumpfes PvP spielen und hässlich bauen, manche doch ziemlich kreativ sind. Und von den Arschlöchern auf dem Server wurden einige sogar gebannt und spielen nie wieder auf einen meiner Server. Und falls du nach diesem Video vielleicht etwas Lust auf ein bisschen Action hast, ist jetzt in der Endcard ein Speedrunner vs. Dino, wo ich meinen persönlichen Dream Manhunt Moment hatte. Das war mein 30 Tage Zivilisationsexperiment. Viel Spaß, I'm leaving. It's better than fire, words of passionate love. The neighbors complain about the noises above.